Ja, ich bin gerade über etwas gestolpert und zwar, ja, da war bei eBay so ein Empfänger, Spezial-Seefunkempfänger für DSC-Notfrequenzen und dann habe ich da weiter geguckt, was es da alles gibt und habe gesehen, wenn man bei Wikipedia schaut, dann gibt es hier verschiedene Frequenzen, auch auf Kurzwelle. Und da tagsüber hier die 16.804 mir am erfolgsversprechendsten erschien, habe ich die einfach mal bei WebSDR eingegeben. Das ist ja dieser, wenn man WebSDR.org aufruft, dann ist es gleich der oberste Empfänger in der Liste. Das ist der in Holland. Der empfängt sehr gut. Dann braucht man noch Sorcerer. Das ist ein kostenloses Dekodierprogramm. Und da gibt es schon einen fertigen Dekodierer, der so heißt GMDSS HF für, also das ist Kurzwelle, DSC. Und eben habe ich tatsächlich, also die Breite ist hier schon eingestellt, da muss man nichts weiter machen. Man muss dann nur schauen, dass das Signal, das aus so zwei Spitzen besteht, dass man das genau einpegelt. Und dann erhält man so eine Nachricht hier. Ja, es geht, wie gesagt, es geht um Notrufe auf See, also wenn ein Schiff in Not gekommen ist. Und das geht weltweit. Das heißt, man kann das so einstellen, bis man was empfangen hat und dann kann man abwarten. Vielleicht haben wir Glück und es kommt noch irgendeine Meldung. So, hier sieht man jetzt diese beiden Spitzen. Da muss man genau drauf zielen. In diesem Fall ist aber nichts weiter passiert. Also das hier ist zum Beispiel auch eine Test. Nachricht, nehme ich mal an. Da ist es wieder. Muss ich jetzt noch mal genauer. Ich habe hier übrigens auf USB gestellt. Also ab 10 Megahertz stellt man hier auf USB ein bei diesen Utility-Sendern. So, jetzt gab es mal richtig viel. Jetzt habt ihr das auch mitbekommen. Ist aber auch wieder nur eine, hier ist auch die Uhrzeit, 14:55 Uhr. Das ist also die untere. Ist die neuere. Category Safety, Destination, Originator, First Test Request. Ist also auch wieder ein Test. CRC, gut. Was mir noch einfiel, ihr könnt auch, wenn ihr jetzt nicht die ganze Zeit Lust habt, daneben zu hocken, könnt ihr das auch aufnehmen und dann später mit einem Audio-Editor abspielen. Dann seht ihr ja schon an der Grafik, wo ein Signal ist. Und dann könnt ihr das gezielt dann einpegeln und dann hinterher noch sehen, was da passiert ist. Ja, ist mal was Neues für mich gewesen, jetzt auch durch zufällig drüber gestolpert. Vielleicht kriegt ihr es ja auch hin. Die Links mache ich wie immer unter das Video für die Software und so.